Wir haben die Situation, dass in ganz vielen Regionen in Deutschland die Menschen sich das Wohnen nicht mehr leisten können und kurz davor stehen, ihr Zuhause zu verlieren, umziehen zu müssen. Und deswegen brauchen wir eine Atempause für die Mieterinnen und Mieter in ganz Deutschland. Die Idee ist ziemlich simpel. Wir wollen flächendeckend in ganz Deutschland die Mieten für einen Zeitraum von 6 Jahren einfrieren. Der Mietenstopp ist nicht das Allheilmittel, nicht das Wundermittel, aber es ist die notwendige Notbremse, der Stopp, um der Politik die Chance zu geben, dauerhafte Lösungen zu installieren. Nachdem die Länder mit Landesregelungen hinsichtlich des Mietenstopps gescheitert sind, haben wir uns überlegt, wir machen einen bundesweiten Mietenstopp-Gipfel. Und der war letzten Endes mit Unterstützung des DNB die Initialzündung zu dieser Kampagne bundesweiter Mietenstopp, denn dein Zuhause steht auf dem Spiel. Auch der DGB und der Paritätische Wohlfahrtsverband haben von Anfang an diese Kampagne unterstützt. Die Kampagne versteht sich als Vernetzung zwischen großen Tankern, den großen Organisationen, aber auch Initiativen und Aktivistinnen. Das ist eine super Zusammenarbeit und jeder macht das, was er am besten kann. Wir haben die ganze Geschichte, den Mietenstopp, die Kampagne mit dem DMB und ganz, ganz vielen Initiativen initiiert und ins Leben gerufen, weil es wirklich Zeit wird. Wir Mieterinnen und Mieter spüren wirklich was am Immobilienmarkt, was für Praktiken da herrschen und da muss was geändert werden. Und nur gemeinsam können wir das schaffen und können der mächtigen Immobilienlobby was entgegensetzen. Wir haben Unterstützer aus Flensburg, aus Oberammergau, aus Köln, aus Leipzig, aus den Großstädten wie Berlin, München, Hamburg, genauso wie aus kleinen Städten und kleinen Gemeinden. Nur wenn man dort, wo man leben möchte, auch eine Chance hat, die Mieten sich leisten zu können, haben wir die Chance, ein soziales Gefüge in diesem Land aufrechtzuerhalten. Und deswegen brauchen wir einen bundesweiten Mietenstopp.